Mitten unter einer Brücke auf der Frankenberger Umgehung ist dieser Spezial-LKW einer südhessischen Firma umgekippt. Dabei wurde der 19-jährige Beifahrer am Montagvormittag schwer verletzt. Der 29-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Laut Polizei befuhren die Mitarbeiter einer Firma für Kanalreinigung mit ihrem Spülwagen die Bundesstraße 253 aus Richtung Korbach kommend. Kurz vor der Abfahrt nach Bottendorf geriet der Fahrer nach links auf die Gegenspur. Beim Gegenlenken zurück nach rechts verlor er die Kontrolle. Der Laster geriet ins Schleudern, walzte die Leitplanke platt und kippte schließlich um. Die Polizei gab den Schaden mit rund 120.000 Euro an. Die Strecke blieb zeitweise voll gesperrt.